Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe von Conquer the Galaxy Stellaris. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen kleinen Krieg geführt hier unten gegen die Theocracy of Gulentuk. Ja, hier, halt gegen die hier. So, wieder mit von der Partie sind natürlich der Kubitux. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Major Kai, Major Kay. Hallo zusammen. Ja, und ich glaube, wir müssen noch Systeme aufteilen, oder? Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, wo waren wir beim letzten Mal dran? Also, mal gerade kurz reinfinden. Im Moment haben wir Konsumgütermangel. Diese drei Systeme da schenken. So, genau, quasi. Richtig. Die waren ja auf deiner Seite. Ich frage mich, warum ich die jetzt doch habe. Weil ich habe ein Video beweist, dass ich die Ansprüche zurückgezogen habe. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Aber nichtsdestotrotz. Ich werde jetzt. Zu ihren Gunsten. Wo ist er denn? Das ist Kubitux. Ah, da ganz unten ist er. Guck mal. Diplomatie. Handelsabkommen ist das ja wahrscheinlich. Systeme transferieren. Ich kann nur zwei transferieren. Wieso? Jianam, genau, das ist ja auch richtig. Und Karovon. So. Anderes bewohnt, ne? Die transferiert. Das ist ja egal, das ist mir doch egal. Also die transferiere ich dir jetzt schon mal? Vereinte Nationen der Erde bist du, ne? Ich habe immer so Schiss, dass man mal einen falschen Knopf drückt beim Transferieren. Ach so, das sind die an deiner Grenze, garantiert. Dann kann ich jetzt in einem zweiten Step mit Sicherheit auch den Namen Damban Bumbam Dearum transferieren, weil jetzt liegt das nämlich an deiner Grenze. Ach, dann funktioniert mein anderer Plan auch nicht. Das ist doof. Ich hatte nämlich angeboten, dem Kubitux vielleicht eins meiner neuen Systeme zu schenken, damit der bei mir hier oben auch sich ein bisschen aufbauen kann. Und umgekehrt, dass wir uns schneller helfen können. Aber dann geht das gar nicht. Kann also scheinbar nur Systeme transferieren, wo wir wirklich so Grenze an Grenze stehen. So, Handelsabkommen. Das ist jetzt nur noch das da. Ja, okay. Aber dafür verlange ich jetzt auch was. Passt auf. So, ganz billig wollen wir es dem Major ja auch nicht machen. Der muss wenigstens seine Sensordaten nochmal hergeben. Boah. So, was haben wir denn hier? Auf Ugblickbla Prime. Da ist irgendwas. Zwar ist da Arbeitslosigkeit von Spezialisten. Tja. Was machen wir da? Bauen wir am besten ein cooles neues Gebäude, oder? Und in Anbetracht unseres Konsumgütermangels würde ich doch mal spontan hingehen und Konsumgüter bauen. So. Damit fühlt man sich doch ganz wohl. Wieso? Ach so, jetzt ist klar, der Typ ist ja immer noch arbeitslos. Alles klar, verstanden. So. Das ist die Mini-Flotte. Das ist die Maschinenfleet. Wo fliegen die alle hin? Was hatte ich beim letzten Mal vor? Gingen die sich reparieren oder was? Was? Ich weiß nicht mehr genau, warum ich die dahin geschickt hatte. Weil da ist ja wirklich das Ende von gar nichts und überhaupt nichts los. Ja, das ist halt so ein bisschen, wenn man länger nicht mehr weitergespielt hat, ist das so ein Problem von Stellaris, ne? Man weiß nicht mehr, was hatte man eigentlich vor? So, nichtsdestotrotz. Alle Schiffe tun was. Ja, gut. Also ich bin eigentlich wieder relativ gut drin und wegen mir könnten wir starten. So, Dominanzbehauptung, aggressiver Erstkontakt. Ja, das will ich gar nicht. Aber hier könnten wir vielleicht was machen. Wenn wir technische Mitläufer sind, ne? Aber gut, in dem technologischen Belangen mehr als gleichwertig zu. Ja, das ist ja unmöglich. Das kann man ja nicht nur mit Abkommen erreichen, ja. Tja, unterdrückerische Unterwerfungspolitik. Ja, sowas mache ich nicht. Bin ein netter König.
Dann müssen wir das erstmal so. Okay, was jetzt? Nice! Oh, Aufstiegsvorteil. Hoho. So, interessanter Funk. Ja. Was machen wir denn jetzt? Interstellare Herrschaft? Na. Kontrolle der Leere, Sternenbasen. Oh. Forschungsgeschwindigkeit plus 10. Da hätte man natürlich jetzt schon Bock drauf, ne? Oder? Imperiales Vorrecht, verringert Reichsgröße. Tja, tja, tja. Also ich denke mal, dass Forschung jetzt eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und deswegen gehen wir da auch hin. Nein. Erstkontakt läuft noch. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber okay. So, ich habe eine Raumstation mehr. Unterhalt Sternenbasen plus 25%. Das ist natürlich ungünstig. Gibt es eine Sternenbasis, die wir auflösen können? Wo haben wir denn 6 Stück? Hier haben wir eine Grenzstation. Trümmerfeld, okay. Hier haben wir eine Grenzstation. Hier haben wir eine Grenzstation. 2, 3, 4, 5. Ja, und dann haben wir noch die Heimatbase, ne? Und die habe ich auch ein bisschen Schiss, die abzubauen. Weil da sitzt ja das Stargate, ne? Wir bauen hier mal einfach 5 Zerstörer. Und dann bauen wir die Starbase ab, wenn das genug ist. Oh, guck mal. Wen haben wir denn da? Wir sind die Betreiber eines Industrieunternehmens. Wir bereisen die Sterne. Aha, aha. Wieso kann ich denn jetzt nur auf... was ist das denn? Ich will mit denen handeln jetzt. Das war doof. Na gut. So, da kommen schon die ersten Zerstörer rein. Ist hier irgendwas passiert? Ich kann mich daran erinnern, dass wir beim Krieg irgendwie hier so ein Problem... Och, Sternbasenkapazität plus 2. Ha! Okay, da war ich gerade am Forschen. Das ist ja cool. Unser Problem ist von alleine gelöst. Das habe ich ja gern. Dann würde ich erstmal das erforschen. Das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Dann haben wir ja doch keine Probleme mehr. Wie sieht das hier mit der Schiffswerft aus? Handelsknoten, Schiffswerft und Besatzungsquartiere. Ja, cool. So, hier sieht alles gut aus. Ein Beschluss, Recycling-Initiative. Was bedeutet das? Müssen wir jetzt irgendwas tun? Wisst ihr das? Recycling-Initiative. Wenn ich mich noch recht entsinne, hatte das ein paar positive Effekte. Als das letzte Woche in die Abstimmung ging, habe ich das durchgelesen, aber es war halt letzte Woche. Tja. Das Ding ist, ich habe mich jetzt bei allem irgendwie halbwegs enthalten, ne? Weil ich hier auch überhaupt den Überblick verloren habe. So, ich muss mal gerade erstmal hier nochmal hingehen und hier Mineralien verkaufen. Und die hier ankaufen. Obwohl, brauche ich gar nicht jetzt aktuell. Ja, wir holen mal ein paar an Bord. Und geben auch nochmal ein paar Mineralien ab. Im Moment haben wir jetzt relativ viel. So. Die ganzen Konstruktions- und Forschungsschiffe tun nichts mehr. Ey. Ich muss doch jetzt erstmal wieder reinkommen. So, 2 Flotten zusammenziehen. 16 von 50 und 18 von 50. Dann kann ich die doch zu einer Flotte kombinieren. Genau. Eine große Defense Fleet. Ist das der starke? Ja, Feuerrate, der starke Anführer. Das heißt,
Die Flotte, die hier bei der Heimatwelt ist, die kann jetzt den anderen Admiral haben. So. Da ist schon wieder. Meta-Legierungsgießereien sind fertig. Sternenfeste können wir jetzt entwickeln. Oder Ingenieursforschung verbessern. Da wir eben schon angegriffen wurden, würde ich sagen, Sternenfeste ist ganz sinnvoll. Achso, wir haben ja jetzt hier eine Megastruktur, ne? Was geht denn eigentlich hiermit? Zerstörte Ringsektion, die können wir jetzt aufbauen für läppische 10.000 Legierungen. Ja, kein Ding. Wie, und das muss ich dann viermal machen, wa? Oh Gott. Und was kriege ich dann? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Also da habe ich jetzt am Anfang auf jeden Fall keine Kohle für. So, hier haben wir einen Nibulaner, der arbeitslos ist. Und zwar einen normalen Arbeiter. Da kann man noch hier... gerade was ja? Interessantes entdeckt bei mir. Ich habe ein System namens Omikron Persei. Okay. Leider nicht 8. Und da sitzen böse Aliens drin, die einfach mal mein Forschungsschiff gefressen haben. Ist es Omikron Persei? Ja, cool. Genau das. Cool. Futurama, oder war das? Ja, genau. Es fehlt leider nur die 8. So, hier haben wir auch wieder einen normalen Arbeiter. Da würde ich jetzt tatsächlich hingehen und mal ein bisschen Generator bauen. Weil hier haben wir nur plus 39, Mineralien haben wir plus 149. Da sehe ich schon ein enormes Ungleichgewicht. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, aber wir haben immer noch genug Einigkeit von allen Fraktionen, sodass ich nicht glaube, dass wir da irgendetwas machen müssten oder irgendwie vorgehen müssen. Wir können natürlich jetzt noch eine Sternenbasis machen, aber ich sehe jetzt nicht, dass irgendwo noch eine Starbase sinnvoll wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier rüber ist der Major, der ist lieb. Wir haben jetzt hier natürlich, sind die jetzt direkt an unserer Grenze. Da frage ich mich halt, wie das jetzt die diplomatische Beziehung... Ja, jetzt werden die natürlich vorsichtig, weil wir Grenzkonflikte haben. Hm. Tja. So ist die Lage. Ist jetzt etwas doof, aber da können wir jetzt nichts mehr gegen machen. Ihr erinnert euch, beim letzten Mal habe ich gesagt, wir lassen hier so ein bisschen Abstand. Weil dann haben wir keine Grenzkonflikte und die werden nicht so schnell böse, aber... Tja... Scheint so, als hätten die damit kein Problem gehabt. Ich würde jetzt hiermit mal ein bisschen hier runterfahren, ein paar Systeme erkunden. Weil die Forschungsschiffe hier rumstehen lassen, faul, das bringt auch nichts. Das ist die Researcher, das andere... Wo ist der denn hier? Das... Warte mal. Aber Iblen habe ich 2 stehen. Habe ich die jetzt beide losgeschickt? Nee, ne? Ey, das ist ja blöde. Wir müssen nicht beide dasselbe machen. Jungs, könnt ihr mal an der Senatsabstimmung gerade teilnehmen? Die ist für uns ganz gut. Was möchtest du denn? Kooperative Forschung? Nee, das breite Schild, die Wahl dafür unterstützen. Das würde uns diplomatische Bedeutung von Flottenstärke plus 20% geben. Und plus 10% Flottenkapazität. Bin ich jetzt blind? Habe ich das gar nicht? Oben rechts über den Outliner kannst du auf die Galaxie oder was klicken. Ach so, hier sehe ich. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es gerafft. Was machen die da alle? Die machen untereinander. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das hier untereinander so... Wo sitzen die? Commonwealth of Man. Ah, da unten. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man hier sieht, welcher Nachbar wem die Rivalität erklärt hat und so, weil irgendwie... Es gibt noch so viele Imperien, die wir gar nicht kennen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Oh.
Tja, da müssen wir hier unten wahrscheinlich noch ein bisschen Sicherung einbauen, wa? Geht's hier noch irgendwo anders hin? Also hier kommt ja gleich wieder der hier an uns ran. Nee, warte, hier ist ein anderer. Alliance of Iram. Okay. Wo kommt denn jetzt die Machine Fleet wieder her? Irgendwie kriege ich andauernd Raumschiffe geschenkt von irgendwas. Will mich da nicht beklagen, aber... Ich meine, noch ist die Flottenkapazität auch, die geht total klar. Aber die Reichsgröße halt wieder nicht. Major Kubi, habt ihr eine Ahnung, wie man die Reichsgröße reduzieren kann? Technologien auch. Also, du darfst dich halt nicht zu groß, zu schnell vergrößern halt, ne? Also über die Forschung geht das nachher klar. Wie viele hast du denn? Na, ich bin halt bei 136 jetzt. Ja, ich habe auch 135. Ja, meinst du, geht klar? Muss halt gucken, was da das Problem ist, ne? Ja, bisher ist ja gar nicht so großes Problem. Also, wie ich das hier sehe, Technologiekosten plus 3, Traditionskosten plus 7%. Das ist ja noch verschmerzbar. Aber man muss auch halt dann wahrscheinlich aufpassen, dass nicht zu viel wird, ne? Erhalt Kriegsmüdigkeit. Oh, das ist natürlich nice. Ja, das würde ich jetzt zuerst mal machen. So, wir können einen Planeten upgraden. Das machen wir doch super gerne. Man muss halt unheimlich vorsichtig sein, wenn man die Gebäude auf Planeten upgradet. Ne? Also hierbei jetzt nicht, aber zum Beispiel die Polizeistation, weil dann wieder irgendwelche super seltenen Materialien gebraucht werden, um das Ding dann zu betreiben. Man kann sich damit ruckzuck mit einem Gebäude-Upgrade voll in den Ruin stürzen. So, jetzt verliere ich hier bei der Fraktion an Zustimmung. Roboter-Knight. Mit anzusehen, wie andere Sternnationen Roboterbewohner zu stauschen, wenn es auf unserer Welt keine vergleichbaren gibt. Wieso gibt's denn? Habe ich das als Erlass tatsächlich? Habe ich Roboter verboten? Wieso? Richtlinien. Roboter, Arbeiter. Die sind doch erlaubt. Was soll denn das? Aber ich habe welche. Und du nicht. Habe ich das jetzt falsch gelernt? Wir können da mal ein Migrationsabkommen machen. Vielleicht kommen die dann auch zu mir. Roboter, nein. Das sind ja keine freien Bürger. Die kommen nicht. Ach so. Also so. Okay. Roboterbewohner zu Staustellen, wenn jetzt auf unseren Welten nichts Vergleichbares gibt, sorgt für Missfallen. Ja, und wo kriege ich Roboterbewohner her? Da muss ich bauen, oder? Mhm. Erforschen mal wieder. Es muss hier erforscht werden, echt, ey. Produktion, Forschungsstationen haben wir erforscht. Was kann man nochmal machen? Ja. Mehr Forschung ist immer gut. Was fliegt hier alles durch unser Gebiet? Die Theokratie? Was? Nee, Leute. Nee. Wieso sind denn unsere Grenzen nicht geschlossen? Wir können unsere Grenzen nicht schließen. Wahnsinn. Weil die könnten ja jetzt... Grenzen schließen? Ja, die könnten doch jetzt bei mir hier hinten in den Bereichen, die ich noch ausbauen will, könnten die doch jetzt hier ihre Basen errichten, theoretisch. Nee, du kannst nur angrenzend. Okay. Umso weiter du wegmachst, umso mehr Einfluss kostet das. Das macht keiner. Na gut, vielleicht sollte ich dann da nicht so aggressiv reagieren. So, erst hier, dann da, dann da. Guck mal, jetzt kann man... Jetzt sieht man hier, dass noch mehr kommt, da unten. Wir haben noch nicht mal fertig erforscht. So, wir packen die mal zusammen. Dann haben wir schon die erste 3K-Flotte. Das gefällt mir aber schon so super. Ja, Moment mal. Und wir haben noch bei der Heimatwelt ein K rumstehen. Also das sieht ziemlich gut aus. Also 4K habe ich jetzt militärisch fast zur Verfügung. Krebel ich ja ganz schön hinterher. Ich habe 1,6K.
eine Flotte mit 1,6K. Ja, ich hab. Ja, ich bin halt jetzt volle Suppe auf Militärwirtschaft. Stopp. Okay. Alles gut, lass dir Zeit. Alles gut. Bin halt jetzt ein bisschen extrem auf Militärwirtschaft. Das Jibrak-Imperium wünscht dem Commonwealth of Man den Krieg zu erklären. Jibrak. Jibrak? Die sind doch ganz unten. Was wollen die denn? Die fragen mich um Erlaubnis. Wünscht dem Commonwealth of Man. Ja, Moment, die möchten mit dir zusammen dann den Krieg erklären. Gegen das Commonwealth of Man. Commonwealth of Man, wo war das denn? Das ist hier beim Kubitux auf 3 Uhr. Ja, das ist ein Mini-Reich. Das ist unterlegen. Die sind ja alle unterlegen. Wieso sind die denn alle unterlegen? Was? Nein. Wir hatten keine NPCs mit Startvorteilen. Wieso sind die denn alle unterlegen? Bin ich so gut? Oh, da sind die reisenden Koalitionen. Was haben die denn? Spielt an den Spielautomaten. Öffnet einen Reliquienbehälter. Reisende Münzen kaufen. Was sind reisende Münzen? Major, was hältst du denn von dem Plan, mal noch Pulbadan, Rakaron, Poa und Eko Chromia da unten so mal zu snacken und in nächster Zeit mal das Imakra Hive anzugreifen, dass wir da Ruhe vor denen haben? Oh, die sind ganz schön groß, ne? Die sind zwar relativ groß, sind aber auch aktuell noch friedlich. Flottenstärke ebenbürdig und Forschung aber überlegen. Das war ja sinnlos. Baukosten Sternenbasis, Armeeschaden, Produktion von Mineralien. Das könnte natürlich jetzt gut sein. So, ich habe euch jetzt nicht zugehört. Ich bin jetzt wieder für euch da. Sorry, ich war auch. Gut. Wir planen nur hier unten ein bisschen aufzuräumen. Aber ja, könntest du in nächster Zeit. Siehst du die roten Aliens bei mir? Ey, wir haben die erste Spezies, die ausgelöscht wurde, ne? Oh. Die irgendwas Hierarchie hat's nicht geschafft. Hä? Okay. Krass. Oha, einer meiner Anführer ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Ich frag mich, wie lange meine Queen noch durchhält. Die ist 94. Man sieht aber auch nicht, wie lange jetzt die durchschnittliche Lebenserwartung ist, ne? Nö. Ja. Also ich breite mich jetzt dann nach Poa hin aus. Wenn ich das noch schaffe. Nach wohin? Nach Poaa. Das ist da. Ah, da unten, ja. Ist das so ein gutes System? Nein, das ist auf dem Weg zum Imakra halt. Strategisch wichtig, okay. Zu viel Forschungsauswahl. Ich muss mal gerade Pause. So. Ich muss erstmal die Spezialprojekte untersuchen. Was haben wir denn hier wieder für eine Megastation gefunden? Strategisches Koordinationszentrum. Natürlich theoretisch müsste man das hier alles mitnehmen. Ne? Auch hier an dem Black Hole, hier ist ein zerstörter Forschungsnexus. Das mache ich jetzt auch mal. Den Forschungsnexus, den versuche ich jetzt mal aufzubauen als erstes. Und dann haben wir ja noch hier diese Ringwelt. Die versuche ich dann auch wieder aufzubauen. Vielleicht gibt es irgendwelche Zusatzpunkte oder so. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Alien-Kasernen haben wir jetzt auch wieder gefunden, okay. Okay. So, das war dann hier dieses Spezialprojekt wahrscheinlich. Können wir dann nach hier unten weiter erkunden. Ich frage mich halt, wo hier unten der nächste Gegner dann ist. So.
Wo waren wir denn? Wohlstand? Sollen wir mal auf Wohlstand gehen? Das ist eigentlich langsam an der Zeit. Ich drücke mal gerade auf Pause. Ich muss hier mal ein bisschen mehr durchgehen. Also wir haben Anpassung. So. Anpassung, monatliche Nahrung, okay. Ein zusätzlicher Gebäudeplatz, Bewohnbarkeit, Kostenumsiedlung. Aha. So, dann haben wir Diplomatie. Diplomatie, können wir eine Föderation gründen. Das wäre natürlich für den Kubi, den Major und mich ganz cool. Plus 3 Einigkeit für Botschaften, Vertrauensobergrenze, diplomatische Akzeptanz verbessert. Ach ja, und dann war da noch die Föderationsflotte, ne? Okay. Braucht man nicht unbedingt. Aber die ganze Föderation ist halt immer gemeinsam im Krieg. Und dann hätte man also ein ständiges, ja, defensives Bündnis sozusagen. Das wäre natürlich schon cool. Andererseits ist Wohlstand natürlich auch nicht verkehrt, ne? Genug Kohle für alles hier. Stadtdistrikte haben Ressourcenproduktionsspezialist erhöht. Was ist merkantil? Aufblühen unseres Unternehmertums. Das Handelsschutz, Büroangestellte, kaufmännische Wirtschaftszonen, Handelswert plus 10. Marktgebühr reduzieren, okay. Und Harmonie. Lebensdauer Anführer plus 20 Jahre, Stabilitätserhöhung, oh, das ist jetzt schwer. Also ich hadere jetzt zwischen Wohlstand und Diplomatie, weil ich halt die Föderation gründen will. Auf Diplomatie ist noch keiner von euch beiden, nehme ich an, ne? Ne. Guault und Diplomatie? Tja, Gebäudedistrikte haben 10% geringere Baukosten. Stadtdistrikte mit Wohnung, Büroangestellten, Ressourcen. Ja, Ressourcenproduktion plus 10 plus 5 ist natürlich schon cool. Abschlusseffekte. Direkt mal Stabilität plus 5 auch. Einflusskosten Diplomatie reduzieren. Ich mach mal was Irres und gehe auf Diplomatie. Also spätestens jetzt hätte man eigentlich auf Wohlstand gehen müssen. Ich mach mal was anders als sonst. Okay. Ich habe auf Weiter gedrückt. Das breite Schild ist angenommen worden. Jawohl. Jetzt werden wir politisch bedeutsamer, je größer unsere Flotte ist. Wo sehe ich denn die politische Bedeutsamkeit dann? Das ist, wenn du bei den im Senat reingehst, da steht so eine kleine Zahl unten an deinem Symbol in der Gemeinschaft. Ein Gemeinschaftsreiter. Eine kleine Zahl. Ja. Diplomatische Bedeutung 553. Genau. Aber ich habe ja gar keinen Vergleichswert in irgendeiner Form. Oh, jetzt sind sie hier auch schon an uns dran, ne? Ah, das ist aber nicht gut. Dann bauen wir hier mal eine Sternenfeste. Und müssen auch jetzt ein bisschen anfangen, hier Verteidigung auszubauen. Die Station ist zwar nicht schlecht hier, ne? Also alles easy. Alliance of... Das ist nur ein Forschungsschiff. Ah, die rücken uns jetzt natürlich hier extrem auf die Pelle. Das kann ich eigentlich nicht leiden. Aber die sind auch von der Flottenstärke her unterlegen. Deswegen, oh ja. Habe ich da keine großen Sorgen. Dennoch auch hier ein bisschen verteidigen. Ich beende jetzt auch endlich mal den Konflikt mit eurem Kriegsgegner. Ja gut, im Prinzip hast du ja keinen einzigen Schuss abgefeuert, ne? Also ist ja... Unidentifiziertes Reich. Also ich komme hier unten schon jetzt wieder einem unidentifizierten Reich näher.
Okay. Forschungsschiff hier oben. Jetzt haben wir uns hier ausgebreitet. Jetzt kann ich nämlich mal gucken, was kostet es, das hier zu upgraden. Oh Mann. 3200 Einigkeit. Ja, aber monatliche Produktion plus 300, plus 300, plus 300. Was? Wo ist meine Forschung? Boah, wisst ihr, was das für ein Forschungsboost wäre? Das ist ja abartig. Guck mal, wir haben nicht mal 100 auf jeder einzelnen Position und kriegen, wenn wir das Ding wieder instand setzen können, 300 von jedem monatlich dazu. Das ist ja der Hammer. So, wir haben einen Erstkontakt. Jetzt gerade gucken, wo. Das mit den Botschaften könnt ihr bei mir beide auch mal tun, ne? Da unten. Haben wir doch jetzt automatisch gemacht, ne? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal gerade. Ja, ich guck. Also stand so in der Nachricht auf jeden Fall. Kann nur okay. Die Botschaft wieder schließen. Ich kann Botschafter zurückbeordern. Handelsabkommen anbieten. Ich mache nochmal so ein Generalabkommen zwischen uns beiden. Ja, mach mal. So. Ja, das haben wir letzte Woche schon gemacht gehabt, aber das passt. Machen wir nochmal. Das verlängert. Aufwertung zu Sternenfeste. Das kostet natürlich auch überall eine Stange Geld wahrscheinlich, ne? Sternenfeste, was kostet das? Ah, was haben wir jetzt? Erstkontakt. Grüße. Ressourcenspeicher, Einfluss ist voll. Tja, Major, ich würde sagen, wir teilen den Kleinen noch zwischen uns auf, oder? Die Theokratie. Ja. Ich würde dann Hunter nehmen und mich dann in diese Richtung hier ausbauen. Breiten, Ansprüche stellen und dem Major überlassen wir natürlich die Sachen, die bei ihm am nächsten dran sind. Mit dem Krieg führen oder was? Nö, ich will nur schon mal, also ich habe jetzt Einfluss zu viel, das liegt hier rum, damit kann ich nichts anfangen und das kann ich nicht haben, also mache ich den schon mal geltend. Reichshauptstadt. Wir haben einen Arbeitslose. Oh, okay. Also, ich muss mal kurz anmerken, dass dieses Ymazera-Hype oder wie auch immer ziemlich frech ist und mir meinen Außenposten vor die Nase geklatscht hat. So, okay. Ich muss mal gerade auf Stopp drücken. Ich habe auch jetzt hier gerade irgendwas, was ich noch nie habe. Eine atmosphärischer Desodierer der Marke. Was? Riechen ihre Agrarwelten wie Dünger? Stinkt eure Kolonie? Wir haben die Lösung. Was ist das denn? Anti-Odor-Effekt. 80 Jahre. Nee, nicht interessiert. Was soll denn das? So, hier machen wir die Forschung besser. So, wer hat bei dir jetzt was vor die Nase gesetzt? Das Ymazera-Hive direkt hier zwischen Major und mir hat mir im System Nikalor, direkt bei uns an der Grenze, meinen Außenposten errichtet. Nikalor? Also da direkt bei dem schwarzen Loch bei mir. Ach da, das war eben noch nicht, okay. Nein, das haben die vor kurzem errichtet. Mhm. Und ich könnte ein kleines bisschen Hilfe gebrauchen eventuell noch. Major, wenn du einen Teil deiner Flotte eventuell abstellen könntest. Ich will diese Aliens hier unten in Omikron Persei loswerden. Wow!
Das sind. Ja, okay, ich sehe gerade. Du bist 6000? Dadurch, dadurch. 6000? Dadurch. Nee, 6000 ist es nicht. Nee, die haben. 7, 14, 21. Ja, 2100. Oh, nee. Nee, geh mal rein. Die haben viel mehr. Kannst knicken, da helfe ich dir auch nicht bei. Okay, warte. Lass sie links liegen. Oh. Nein, lass sie links liegen. Da helfe ich dir nicht. Ja, 5000 noch was haben die. Ja, okay. Aber warum? Ne? Also, was ist an dem System? Ich meine, ich sehe da keine Ressourcen oder sonstiges. Ja, ich konnte halt noch nicht erforschen, was da drin ist. Ist halt eine karge Welt. Hm. Also, dafür würde ich ehrlich gesagt und nicht. Und dann noch eine 2,6 Feste. Ja, ja, sehe ich. Hm. Also, das ist wirklich. Ja gut, ich hatte noch nicht reingeguckt ins System. Ich habe das nur von außen gesehen, habe die drei Flotten gesehen. Ja. Ah, wie cool. Es ist ein gefallenes Reich, das hier unten ist. Die werden sich nicht ausdehnen in meine Richtung. Ey, das ist gigantisch. Ich habe seltenst so ein cooles Game gehabt. Guckt euch das mal an. Im Prinzip können wir uns jetzt hier auf diesem Arm noch bis hier unten ausdehnen. Das gehört alles uns. Safe. Da, von da aus kann niemand kommen. Gegen ein gefallenes Reich kämpft hier keiner. Ah, das ist echt super. Senatssitzung läuft. Galaktischen Markt gründen. Ja. Ja. Das ist ja wohl null Nachteil in irgendeiner Form. So, müssen wir gerade die Grenzen schließen mit der Theokratie. Und beleidigen den mal. Einfach so. Jungs, ich brauche mal eine Entscheidungshilfe von euch. Bitte. Soll ich zuerst die Sternenfeste erforschen oder den Zerstörer? Den Zerstörer safe. Okay. Also ich bin immer für Verteidigungen an den Grenzen, aber du hast nur eine Grenze. Also das ist ja nichts, was eine Flotte nicht locker regeln könnte, ne? Bei Edoska eine fette Flotte hin und dann kann dir doch im Prinzip keiner mehr was. Also würde ich jetzt in deinem Fall tatsächlich anders angehen. Ich will gar nicht mehr Planeten, ich will jetzt nicht sagen erobern, also kolonisieren halt. Oh, wir wurden beleidigt. Guck mal. Eure erbärmliche Nation ist dem Untergang geweiht. Leute, ihr habt uns schon mal bekriegt und ihr seid hoffnungslos unterlegen. Der hat gerade ein Verteidigungsabkommen aber abgeschlossen, ne? Achtung. Mit wem? Galactic Panaxala. Combine und Commonwealth of Man. Gut. Commonwealth of Man ist natürlich ganz unten. Eben, die sind auch im Prinzip, da läuft nichts. Wo sind diese Panaxala? Das die hier? Die ich noch nicht sehe. Da, nee, da ist nichts. Also die Commonwealth of Man, die sind ganz unten. Die ist unterm Kobi. Die sind ganz klein. Also da ist jetzt keine Bedrohung entstanden für uns, würde ich sagen. Also ich sehe die nicht komplett. Siehst du die komplett? Nö, aber... Ja, dann kannst du nicht sagen, die... Ich kann doch draufdrücken, dann sehe ich ja, ob die eine Bedrohung sind oder nicht. Die sind ja unterlegen. War aber am Anfang auch. Wir machen mal Reise durch Sternentore. Ich möchte mal gucken, wo mein Stargate hinführt. So, die haben auch jetzt wieder ein bisschen aufgebaut, aber das können wir ja hier sehen. Eine 1700er Flotte. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Ich habe ein Stargate bei mir in den Systemen, in Binami, in meinem kolonisierten System. Was kommst du da raus? Wo? Binami. Binami. Direkt in meinem Heimatsystem. Ah. Ein unerforschtes natürliches Wurmloch. Ja, vielleicht kann ich ja irgendwie beeinflussen, wo ich hinfliege dann. Das wäre cool.
Ich würde mal eins meiner Forschungsschiffe wieder in die Heimat beordern. Vielleicht kann ich von da aus was machen. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier so ein Riesenschiff. Hat ein Konstruktionsschiff im Orbit. Wir brauchen also ein Konstruktionsschiff im Orbit von... Im Orbit von was? Wo ist es? Zentrieren. Ah, hier ist das Ding. Guck mal. Sieht ja cool aus. Wir haben auf jeden Fall erforschen. Dann haben wir kristallines Studium. Das werden wir jetzt auch mal erforschen. Und was haben wir hier? Wandernde Wälder. Da können wir zwei Sachen machen. Durchfocht während des Studiums dieser Alien-Pflanzenwelt eine Lösung finden, bei der die Wälder nicht zerstört werden müssen oder verbrennen. Nö, dann erforschen wir doch eine Lösung, wo wir die Wälder nicht verbrennen müssen. Das Bild geht jetzt gerade ziemlich weit rüber, weil das Lied, was hier angewählt wurde, das war irgendwie doof. Deswegen habe ich mal gerade ein neues Lied angemacht. Nur für den Fall, dass ihr euch wundert, was macht denn der da? Ja, da ist das Hive schon wieder mit unterwegs, ne? Also die sind einfach so groß geworden. Mit wem haben wir denn jetzt eigentlich gute diplomatische Beziehungen? Lass uns das mal sortieren hier. Mit den Spielern. Hegemonie. Geht so. Können wir aber auch nur die Unabhängigkeit garantieren. Und sonst nix. Untertanenstatus erbitten will ich nicht. Wie heißt das nochmal? Ich will, dass die sich mir gegenüber... Ganz kurz pausieren. Und zwar sind wir haben 45 Minuten schon voll, ne? Ja, das habe ich gesehen. Also 60 Minuten, okay. Denke ich, für eine Folge ist mittlerweile okay. Gut. Wenn die Zuschauer anderer Meinung sind, dann können sie jetzt Widerspruch einlegen in den Kommentaren. Eine Forschungsstation hier noch hin. Hier bei mir im System ist ja nicht noch irgendwo was, wo ich eine Forschungsstation... Ne. Nope. Okay, kann weitergehen. So, wir könnten noch ein paar Raumschiffe bauen. Flottenstärke hat ja jetzt aktuelle Vorteile, aber wir könnten... Ne, wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Ich möchte eigentlich vom Metall her mich bemühen. Aber wir haben auch viel zu viel Nahrungsmittel, ne? Da könnten wir auch nochmal 5000 verkaufen. Was sind die hier wert? Die sind nicht so viel wert. Weil ich will halt versuchen, jetzt möglichst viel Metall mir zu packen. Wir sind schon fast auf 3000. Und wir brauchen 15.000. 15.000, wie soll ich die denn... Boah. Leck mich fett, ey. Das ist ja unbezahlbar. So, wir haben hier noch Arbeitslose und auch keine verfügbaren Wohnungen. Das heißt, wir brauchen einen Stadtdistrikt. Wir brauchen eine von denen Districts. Und dann auch von denen und von denen. Wir machen mal hier komplett Rundumschlag. Wie sieht's hier aus? Hier hätten wir tatsächlich keine verfügbaren Jobs mehr. Das heißt, da würde ich auch hingehen, eins hier setzen. Und dann sieht's doch ganz gut aus. Das ist jetzt, also die Polizeistation könnte ich überall upgraden, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Wir haben keine Kriminalität, wir haben eine sehr hohe Stabilität. Das ist alles ganz cool. So, in 26 Monaten können wir eine Föderation gründen. Das ist schon mal cool. Weil dann ist schon mal die ganze Seite der Galaxie hier unter einer Flagge vereint. Ich habe jetzt nichts gemacht, ne? Also ich habe jetzt schon eine Reichsgröße von 150.
Ich glaube, als wir eben gesprochen haben, waren wir bei 130 irgendwie so rum, ne? Und ich habe nichts getan, also... Okay, Kristallwesen. Klingt möglicherweise nützlich. Nee. Also ich mache jetzt die militärische Anwendung nicht, weil finde ich eigentlich doof. Wir können uns ihnen unterwerfen. Unterwerfung vorschlagen. Was müssen wir jetzt erreichen? Akzeptanz minus 1000 ist hier auf jeden Fall. So, wenn ich aber jetzt sage, Eingliederung erlaubt, ist sie minus 1455. Okay. So. Keinen. Ja, wir kriegen das garantiert nicht hin, also. Nee. Beitrag. Selbst wenn wir denen so alles geben, was wir haben, gibt das keinen. Nee. Tributstaat oder Vasall? Kurze Frage, habt ihr, wie viel Income habt ihr bei Konsumgüter? Plus 7. Plus 14. Okay. Also sie haben die Unterwerfung abgelehnt, leider. So, da sind die Distrikte im Bau. Könnten wir hier noch ein bisschen Lebensmittel verdienen und hier auch ein bisschen auf Lebensmittel gehen. Weil wir sind jetzt bei minus 2, das kann nicht schaden. Mit steigender Bevölkerung, na, ist es nicht verkehrt. Und dann könnten wir noch eine zusätzliche Legierungswerkstatt bauen. Eure Forschungsschiffe stehen jetzt auch dumm rum, ne? Und genießen die Aussicht. Meine haben noch zu tun. Echt? Ja. Du kannst deine Forschungsschiffe auch den Planeten scannen lassen und dann unterstützen die deine lokale Forschung. Ich glaube, ich habe keine Forschungseinrichtungen auf Planeten immer noch. Doch, hier. Bei Irim Prime. Okay. Der galaktische Markt wurde gegründet. Ja. Yeah. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Ja, dein Handeln ist jetzt nicht mehr lokal in deinen Dingen, sondern global. Okay. Galaktisch. Ja, galaktisch. Nun denn. Also, Idrim, wo ist das? Das ist da. Dann würde ich jetzt da
ein Forschungsschiff hinsenden. So. Forschung unterstützen. Dann machen wir das doch. Warum nicht? So, jetzt habe ich ja trotzdem beim Markt nicht gesehen. Da ist jetzt immer noch der galaktische Markt, wurde noch nicht gegründet. Wieso eigentlich? Mussten auch bauen. Ach, auf einem der Planeten ein Gebäude? Ich glaube, das ist auf den Sternenhäfen ein Modul. Ich weiß nicht mehr. Nee, ich meine, das war schon ein Gebäude. Das musste auch erforscht haben. Luxusresidenzen, Ressourcen, Silos. Gegenkliniken. Nö. Dann habe ich es wahrscheinlich. Das ist ein Spezialgebäude. Ja, ja. Das kann man nur einmal bauen. Vermutlich noch nicht erforscht. Ich auch nicht. Oh, das nächste ist mir ein Riesenvergnügen. Ich muss mal gerade auf Pause drücken. So, Reisender. Alt und defekt. Wahrscheinlich wurde die Borddatenbank im Rahmen eines Stilllegungsprozesses nicht vollständig gereinigt. Das ist doch gut. Wir können auf Daten zurückgreifen und haben suprasolide Materialien entdeckt. So, wir haben eine galaktische Union gegründet. Die Stellar Nebula Project Union. Und wir können das machen. Als galaktische Union sind vereint und bereit, immer zusammenzuarbeiten. Forschungskooperative neigt zu einer Technokratie. Kostenlose und automatische Forschungsabkommen zwischen allen Föderationsmitgliedern. Und eine Hegemonie. Okay, das ist blöd. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also Forschungskooperative oder Galaktische Union? Ich würde sagen Galaktische Union, oder? Was meint ihr beiden? Machen wir eine Forschungskooperative. Klingt gut. Also ich weiß nicht, ob bei Forschungskooperative das Defensivabkommen mit drin ist, ne? Also bisher haben wir immer Galaktische Union gemacht. Ich mach Galaktische Union. Das ist, was der Bauer nicht kennt, ne? Baugeschwindigkeitszerstörer plus 25%. Was haben wir hier? Ionentriebwerk, Rumpfstätte, Plattformen. Ja, nehmen wir mal hier mal den neuen Forschungszweig. So, Major, ich hab dir angeboten, ne? Danach müssen wir dann den Kubi mit reinholen. In den Geschichtsbüchern soll stehen, dass die Regierungen von Nebula, Star Kingdom und Vereinte Nationen der Erde den Föderationsvertrag unterzeichneten. Yay! Welch glorreicher Tag. So, XP. Verlust an Föderationserfahrung. Wieso das denn? Wir sind doch gerade erst da. Und direkt mal einen Gesandten zuweisen. Zack. Am besten gleich zwei. Zack. Mitglieder, Flotten, Gesetze. Da kümmern wir uns später mal drum, wa? Neuer Föderationspräsident. Okay, dann würde ich den Kubitux noch mit reinholen. Wie geht denn das? Warte mal. Föderation verlassen? Nein, Mitglieder. Flottengesetze. Da sieht man mal jetzt mal wieder, dass ich nicht schon lange nicht mehr gespielt habe. Wie kriegen wir denn den Kubitux jetzt hier rein? Die Kohäsion. Vielleicht muss die Kohäsion erstmal steigen.
Ausgezeichnete Beziehungen zu ihm. Ach so. Willst du mit ihm oder soll ich? Ich habe einen hingeschickt. Ich würde zwei hinschicken. Kann ich nicht. Ich habe die gerade der Föderation zugewiesen. Ja, dann mache ich das der Föderation. Okay. Ah, ich habe jetzt auch einen neuen Gesandten geschenkt bekommen. Epipura. Ist pausiert? Das wisst ihr? Ja. Ja. Ich hatte vorhin pausiert, weil du da am Gucken warst. Hm? Ich habe, glaube ich, gerade eine Anfrage geschickt, um beitreten zu dürfen. Ja. Ah. Willkommen in der Föderation. Hey. Ja, das Go World Empire gehört dazu. Wirtschaftspakt gebrochen. Oh. Jetzt haben sich meine diplomatischen Beziehungen zu den anderen deutlich verschlechtert. Wieso ist denn jetzt meine Energie-Credits so zusammengebrochen? Hat ich mit denen handelt? Ich hab Kleingedruckte gelesen. Wahrscheinlich nicht. Ja, machen wir einfach wieder so Handelsabkommen, Forschungsabkommen, Migrationsabkommen anbieten. So. Quatsch, ich drücke mal auf Handelsabkommen, ist ja blödsinnig. Haben wir schon Migrationsabkommen mit denen? Mit den Goa'uld? Nee. Ah, können wir auch noch gar nicht, okay. Okay, so, können wir durch einen Erlass irgendwie etwas regeln? Flüchtige Munition, flüchtige Sprengstoffe, das brauchen wir nicht. Schildverstärker brauchen wir nicht. Recycling-Kampagne. Ne, das sind nur die Konsumgüter. Bildungskampagne. Diplomatische Zustimmung, Befestigung der Grenze. Wer ist denn United irgendwas Imperium? Ach, ich habe keine Angst vor denen. Ist jetzt unsere Chance eigentlich, Kubi, ne? Das Yamasera-Hive hat gerade Krieg gegen Commonwealth. Ja. Und du hast Zugang über Poa bekommen, ne? Ja. Du könntest da jetzt relativ schnell zu mir auch durchhuschen. Major, guck mal bitte unten in der Südgrenze. Anastasia, da steht irgendwie Überlichtinhibitor. Ja. Ja. Wofür sind die denn? Das sind, wenn du da reinfliegst mit deinem Überlichtding, kannst du nur auf dem Weg die Lane wieder verlassen, wie du reingeflogen bist. Du kannst keine andere Lane weiterfliegen. Okay. Erst wenn das Ding zerstört ist, kannst du weiterfliegen. Okay. Vor allem, wenn du Krieg hast, natürlich. Ne? Wo haben die denn gerade den Krieg? Ich gucke auch gerade. Aber... Boah, die haben aber so viele Kolonien gebaut, die Spinner. Ah, da hinten müssen die haben. Mindara und so. Serakan. Haben die denn so viele Planeten kolonisiert? Ja, die haben ganz viele Stationen auf jeden Fall da in der Ecke, ne? Ja, das auch.
Ja, lass mal auf den Ausgang des Krieges warten. Vielleicht werden die ja dadurch geschwächt und dann greifen wir an. Machen zumindest da oben eine Schneise rein und holen uns den Bereich zwischen den beiden Neutronensternen. Das, was es jetzt da gerade gibt, natürliche Sanktuarien, ist aber irgendwie blödsinnig, oder? Also da bin ich eher dagegen. Ach so, da. Also kurz. Ich lasse noch Pause. Boah. Das ist ja irgendwie gefühlt nur Nachteile. So, was habt ihr denn? Das Galaktische. Ja, der Senat stimmt gerade wieder ab über natürliche Sanktuarien. Ach so, da habe ich eben zugestimmt. War das nicht gut? Nee, Nee. das hier ist Kacke. Guck dir das doch mal an. Einfach mal auf Zustimmen geklickt hier. Ja, Ja, ich kann das, es kann meine würde Meinung ja ändern. -40% der Bedeutung von deiner Wirtschaft geben. Das ist richtig, aber Bewohner, Unterhalt, Konsumgüter minus 5%, Dienstleistungen minus 5%. Wir produzieren minus 5%, ne? Nee, Verbrauch Nein, minus Unterhalt, 5%. ne? Da reden wir von Unterhalt. Ja, aber minus 5% im Gegensatz zu minus 40% in der Bedeutung. Ja, ich ändere gleich noch meine Meinung, kein Problem. Okay. Ja, wird eh durchgehen, so wie es aussieht. Also guck das doch an. Also ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen um meine Rohstoffe, muss ich sagen. Da hat sich jetzt einiges verändert. Ich würde mal das System kolonisieren wollen. Dass die Nahrung so schnell so tief runtergesackt ist, ist jetzt Noch doof. null bei Essen. Jetzt erstmal Generator. Was haben wir hier? Hier haben wir aber ja noch mehr als genug Distrikte. Da brauchen wir nicht noch mehr zu machen. Tja. Automatisierung. Merkmale löschen können wir auch noch nicht. Ja. Vulkan und Dschungel haben wir viele Blocker. Mal gleich mal gucken, dass wir die wegkriegen. So. Wie sieht's aus? Pause weiter, oder? Jo. Ja, klar. So, müssen wir jetzt ein bisschen uns ausbreiten. Was haben wir jetzt? Wissenschaftler verstorben. Da können wir aber noch einen hinzufügen. Waldbrand. Yay. Nahrungsreduziert. Ah, leck mich in die Tasche, ey. Wenn ich eins brauche, dann noch mehr reduzierte Nahrung. Es kann ja nur gut gehen. Naja, das ist ein zeitlich begrenzter Faktor. So, was wollte ich jetzt? Warte mal, warte mal. So, die Station war ja als Heimatbasis gesetzt. Da müssen wir jetzt als allererstes mal Besatzungsquartiere bauen. Und Abwehr. So.
wieder nur ein externer, ist nicht gegen uns oder für uns in irgendeiner Form. Können jetzt hier noch zwei Planeten an uns nehmen? Was ich auch tatsächlich tun würde, um an mehr Nahrung zu kommen. Obwohl die Reichsgröße langsam schon kritisch wird, ne, mit 160. Ich hoffe, dass wir da zeitnah mal Technologien erforschen können. Aber das werden wir in der nächsten Episode machen. Also im Moment, ich glaube, die Episode hier können wir Wirtschaftskrise nennen. Ich suche noch gerade hier Befehlslimit Flotte plus 10 und neuer Schiffstyp Kreuzer machen wir selbstverständlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode dieses Let's Plays. Also die Eroberung der Galaxie läuft schon ganz gut, würde ich sagen. Danke fürs Einschalten, macht es gut, bis zum nächsten Mal und danke auch an Kubitux und Major. Bis zur nächsten Folge.